Nils, es ging so los, wie man es erwartet hat. Schnell, Stress, Hektik, Muren, alles zerfliegt. Erklär mal das Rennen aus deiner Sicht. Ja, es war extrem nervös vom Start an und ja, gerade an Muren fällt es dann auseinander. Vor mir passiert ein Sturz mit Jake Stewart. Dadurch ja, reißt quasi die Gruppe. Und ja, damit war ich erstmal in der zweiten Gruppe. Wir hatten Molano vorne. Aber ich war guten Mutes, dass das nochmal zusammenläuft, weil wir mit relativ vielen Mann ja hinten waren. Und ja, dann haben es eigentlich zum Schluss auch die Sprinterteams clever ausgespielt mit ihren Sprintern und hatten genug Fahrer da. Klar, Mats und Mathieu waren extrem stark heute, haben es souverän nach Hause gefahren. Und ja, von daher war es dann zum Schluss ein Sprint aus einer großen Gruppe. Und ja, wir haben Mieke Berg wollte es probieren und er hat heute die freie Fahrt bekommen. Hast du gedacht, dass dann, als die mal weg waren vorne, Mathieu und Mats, dass die am ersten Camel dann so hochziehen und dann schon 80 vor Ende dann auch komplett durchziehen? Oder hast du gedacht, na mal gucken, was die machen? Ja, gut, am Camel, da fährt jeder so schnell hoch, wie er kann, dass sie dann natürlich so durchziehen. Sie waren eine lange Zeit, waren sie mit 30, 35 Sekunden vor uns, sogar mal 25 Sekunden. Und ja, dann hat hinten so ein bisschen die Nachführarbeit gefehlt. Das lag nicht an uns, das lag vielleicht mehr an Koenig Quick oder Quickstep, dass die hinterherfahren und ja, im Endeffekt haben sie nicht mehr hingeholt. Ja. Ist dann so ein Moment, wo man denkt, okay, vielleicht könnte ich jetzt nochmal mit einer Attacke eine kleine Verfolgergruppe initiieren, um dann nochmal hinzukommen, oder ist klar, okay, bei den Bedingungen heute ist es super schwer? Ja, heute war es gerade am Kemmelberg, am letzten Mal war es noch eine kleine Gruppe, war aber ein bisschen Uneinigkeit da, von daher lief es dann doch wieder alles zusammen, die abgehangen worden sind bei der letzten Überfahrt und ja, dann gerade mit dem Rückenwind kann man schwer was machen. Also wir sind mit, glaube ich, Schnitt über 60 hier hingefahren ins Ziel. Von daher, ich weiß nicht, wie man noch schneller fahren soll dann, ja. Das war jetzt nicht der letzte Klassiker. Wie blickst du auf die nächsten Rennen? Ja, ich habe gemerkt, dass ich heute schon ein bisschen müde war. Die Beine waren ganz in Ordnung, aber die Spritzigkeit hat so ein bisschen gefehlt. Da war auf jeden Fall noch das Rennen von Freitag in den Beinen. Ich denke, es waren jetzt gute Rennkilometer, die jetzt mitnehmen. Das heißt, es ist 2 Tage erholen und dann, ja, du warst auf Flandern fahren. Dann haben wir nochmal 3 Tage und dann geht's zur Runde. Danke.